Herzlich willkommen bei BBF und natürlich bei AMF. Ich werde heute euch das Thema Vernetzung und Empowerment dazu was erzählen, aber vorher würde ich gerne unseren Verein euch vorstellen. BBF, Begegnungs- und Bildungszentrum von für Begegnungs- und Bildungszentrum für Frauen und Familien. Und ja, die erste Frage wäre vielleicht für euch wichtig. Wer sind wir? Wer ist BBF? BBF ist ein Verein von vielen Frauen, wie ihr auch hier seht, und auch farblich unterschieden. Es sind Frauen verschiedener Religionen, verschiedener Kulturen. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass bei uns alle willkommen sind, wie auch auf unserem Logo, die offene Tür. Die Tür ist für jeden offen. Genau, wer sind wir nochmal? BBF ist ein Verein, was von Frauen selbstbestimmt ist und offen ist für alle Frauen und alle Menschen, egal welche Kultur, welche Religion und welche Nationalitäten sie sind. Und wir haben auch einen sehr gemischten Klientel beziehungsweise auch sehr gemischte Mitglieder. Der Verein wurde von Frauen gegründet, um gesellschaftlich, politisch, sozial, rechtlich partizipativ vorrangig halt Partizipation in Vordergrund zu bringen, aber nicht ausschließlich von muslimischen Frauen, sondern mit muslimischen Frauen und aber auch Frauen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, mit Fluchterfahrungen. Und diese Frauen wollen natürlich gemeinsam hier in Berlin und in Deutschland einiges verbessern, mitbestimmen, mitentscheiden. Wir sind überall in Berlin. Wir haben im Moment keinen festen Ort. Und es kommen auch Frauen zu uns aus verschiedenen Bezirken, verschiedenen, ja, auch verschiedenen Städten. Und der Grund, beziehungsweise Ziel des Vereines ist, Frauen und Mädchen Bildungsangebote im Sinne des Empowerments anzubieten, Frauen und Mädchen in Not und zu unterstützen, Bildungsangebote anzubieten und auch Hilfen anzubieten in Einzelbetreuung und allgemein auch in der Beratung benachteiligter Frauen, einfach Hilfe anzubieten. Genau, unsere Zielgruppen sind Frauen, migrantische Frauen, die migrantischen Hintergrund haben, aber auch Frauen, die einen besonderen, vulnerablen Personengruppen zugehören, sozial und finanziell schwache Familien und Frauen sind. Genau. Ja, was bieten wir an? Wir bieten Frauen und Familien viele verschiedene Bildungsangebote, Empowerment und Aufklärungsarbeit bieten wir an. Wir versuchen, eine Brückenbauer zu sein zwischen verschiedenen Behörden, Gemeinden, Vereinen und auch eine Anlaufstelle für Frauen zu sein, beziehungsweise machen wir schon Beratungen im Bereich Gewalt und beraten sie, begleiten und unterstützen sie in verschiedenen Situationen. Wenn wir nicht weiterkommen, haben wir ein riesengroßes Netzwerk in Berlin und vermitteln auch unsere Klienten, beziehungsweise auch unsere Mitglieder zu diversen verschiedenen Netzwerken. Ganz wichtig ist da auch die Jugendämter, Polizei, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und ein Hauptziel von uns ist, Menschen zu ermächtigen und zur Selbstverantwortung halt ja, hinzubringen. Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich das A und O. Genau, hier einige Veranstaltungen, was wir gemacht haben. Wir machen immer verschiedene Veranstaltungen. Erstmal intern für Frauen, wo Frauen einfach in einem geschützten Raum ihre Probleme erzählen können, auch Wissen weitervermittelt wird, aber im gleichzeitigen anderen, einen zweiten Termin machen wir auch Veranstaltungen mit Männern und Familien. Da sind auch natürlich Kinder willkommen. Hier ein kleiner Ausschnitt, wo wir im Altersheim waren mit jungen und alten Frauen und Mädchen. Hier hatten wir eine Veranstaltung, wo wir Handarbeit mit Migrantinnen erster und zweiter Generation bis vierter Generation, generationsübergreifend Menschen zusammengebracht haben, beim Häkeln voneinander gelernt haben, Gäste eingeladen haben und genau.
Natürlich sind Kinder immer willkommen. Frauen haben die Schwierigkeit, wenn sie irgendwo hingehen oder irgendwelche Veranstaltungen haben, dass diese häufig die Kinder nicht mitnehmen können. Ups, die Kinder nicht mitnehmen können. Und das war eine Herzenssache für uns, dass wir gesagt haben, Kinder werden betreut, Kinder können immer mitkommen, damit die Frauen die Möglichkeit haben, an Bildungen, an Workshops, an bestimmten Situationen oder Veranstaltungen mitzumachen. So, jetzt hier hatten wir am 25. November, Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, haben wir eine Ausstellung gemacht, beziehungsweise haben wir uns Zettel ausgedrückt, was wir nicht gut finden. Und was an diesem Bild so besonders ist natürlich, dass wir einmal nochmal unsere Stimme in verschiedenen Sprachen gezeigt haben und gesagt haben, wir sind gegen Gewalt und Gewalt findet in jedem Familien überall statt. Aber was ganz besonders ist auf diesem Bild, ist natürlich unser Banner, was von unserer Mitgliederin selber bestickt und gemacht worden ist. Weil wir kein Geld hatten, hat sie die Initiative gegriffen und hat gesagt, beim Handhäkelprojekt, das kann ich auch selber machen. Und deshalb bin ich da total stolz. Sie hat verschiedene Farben genommen, unseren Banner wirklich so gestickt, als wäre das aufgedruckt. Das sieht so toll aus. Und ja, bin da ganz stolz darauf. Genau, das wollte ich nochmal teilen. Genau, nochmal für unsere Planung für die Zukunft, kurzfristig und langfristige Themen, die wir ein paar aufgeschrieben haben. Einige machen wir schon und einige sind wir noch nicht so weit, aber haben das schon vorgenommen. Also Beratung, Aufklärung im Bereich als Begegnungen, als Ort der Begegnung, das wird schon gemacht. Beratung und Anlaufstelle für junge Mädchen und Frauen, das ist auch jetzt also kurzfristig steht es zwar da, aber das wird auch gemacht. Anlaufstelle für Frauen mit Gewalt und Fluchterfahrung, Eheberatungen und Beratungen bei Problemen, Krisen- und Konfliktbewältigung innerhalb und außerhalb der Familien. Das wird auch zum Teil gemacht. Bildungsangebote im Sinne von Themenworkshops, das wird auch regelmäßig gemacht. Langfristig wollen wir natürlich offene Gesprächsrunden für Frauen und verschiedene Männern machen und verschiedene Themen. Mit Hilfe von Workshops wollen wir Frauen aufzeichnen, wie man mit Stress, Traumata, Gewalt und so weiter umgeht. Beratung bei Erziehungsproblemen ist auch nochmal in Planung. Gewaltprävention und Bildung, das machen wir auch alles zum Teil. Kurse für Selbstverteidigung, Vätertreffen und irgendwann wollen wir natürlich ein muslimisches Frauenhaus gründen, wo alle willkommen sind, weil meistens oder eigentlich fehlt es an Frauenhäusern, aber nochmal als kultursensible muslimische Frauenhäusern fehlt es auf jeden Fall. Das gibt es eigentlich gar nicht, soweit ich das weiß. Genau. Wir haben natürlich auch Kooperations- und Förderungen von bestimmten Leuten bekommen. Da habe ich einige nur aufgezählt, also es sind viel mehr. Aber was schon sehr lange in Kontakt, in Kooperation sind, wir arbeiten mit der Polizei Agia sehr intensiv, RAA, AMF, verschiedenen Gemeinden und Vereinen und Stiftung Mitarbeit und House of Resources hat uns gefördert. Genau. Hier nochmal einige Daten, wie man uns erreichen kann. Im Moment dürfen wir die Räume von IBBC nutzen und ja, sind eigentlich dankbar, dass wir da nochmal die Möglichkeit haben, Frauen und Männer und auch jeden da begrüßen zu können und auch Veranstaltungen dort zu machen. Ich hatte einige Themen und zum Vernetzung und Empowerment. Das erste, was ich nochmal hier vortragen würde, ist Vernetzungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Als zweites würde ich gerne Wissensweitergabe im Ehrenamt nochmal angehen. Der nächste Punkt, den wir nochmal besprechen wollen, ist Kultur- und religionssensible Beratungen. Und als letztes wollen wir nochmal schauen, körperliche und seelische Gesundheit innerhalb der Mitgliederstrukturen, wie kann man diese stärken? Genau. Als erstes fangen wir an mit den Vernetzungsmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene. Ja,
Als erstes sollte man sich fragen, warum, oder fragen viele sich, warum sollte man sich auf sich vernetzen auf der kommunalen Ebene? Warum ist es wichtig? Viele Vereine arbeiten in ihren eigenen Bereichen und sind meistens auch sehr überfordert von diesem ganzen Ehrenamtlichen. Aber man muss es sehr positiv sehen, denn diese Vernetzung kann auch einem sehr viel abnehmen und unterstützend sein. Und da habe ich einige Punkte aufgeschrieben, die bei der Vernetzung wichtig wären, um zum Beispiel voneinander zu lernen. Es gibt viele Vereine, die schon länger da sind und so kann man auch bestimmte Arbeitsschritte sich sparen. Deshalb sollte man einfach auch kommunal zusammen sich vernetzen und mit anderen Vereinen arbeiten, um voneinander zu lernen. Erfahrungsaustausch zu Herausforderungen auch von den anderen lernen, das ist ganz wichtig. Viele haben schon viele Erfahrungen, wo sie Schwierigkeiten hatten, die ein Verein, der neu angefangen hat, nicht machen muss. Und dadurch kann man auch Zeit und auch die Kräfte sparen. Aber auch erfolgreich zu sein und Erfolg zu haben, ist es super, dass man auf der kommunalen Ebene sich mit anderen Leuten vernetzt und zusammenarbeitet. Und dadurch, dass man jetzt natürlich, dass wir jetzt mehrere Vereine sind, können wir Städte oder Kommunen mäßig schauen, was bei uns in den Kommunen da ist. Und jeder müsste bei sich gucken. Aber man kann auch, wenn in anderen Städten bestimmte Sachen oder Erfahrungen gemacht worden sind, kann man das auch manchmal auf andere Städte weitergeben. Man muss nur gucken, ob das auf der kommunalen Ebene machbar ist. Genau. Welche Interessen haben die Kommunen und warum sollte man halt, hier auch nochmal die Frage, warum sollte man mit Kommunen arbeiten? Da ist es nochmal wichtig, viele trauen sich nicht oder haben Ängste, dass man Ideen voneinander klaut und so weiter. Deshalb ist es auch wichtig, dass da in erster Linie ein Vertrauen ist, ja, um zu gucken, dass ein Vertrauen gewonnen wird und aber auch Interessen, dass man guckt, welche Interessen haben die, dass Menschen oder Vereine, die dieselben Interessen haben, auch gemeinsam viel stärker werden können. Aber bevor man einfach mit der Arbeit anfängt, muss man einfach gucken, was sind die Gemeinsamkeiten? Kann ich Vertrauen bringen dem anderen? Und ganz wichtig ist, in den kleinen Kreisen halt Lösungsansätze zu finden, gemeinsame Lösungen zu finden, in Austausch zu bleiben und auch transparent zu sein, Ideen zu präsentieren, aber auch präsentiert zu bekommen von den anderen Vereinen. Ja, und auch unkompliziert herauszufinden, wie im Vergleich mit anderen Städten, das, was ich vorhin gesagt habe, wie die anderen arbeiten, ob man voneinander auch lernen kann, voneinander Sachen abgucken kann. Da ist auch wieder ganz, ganz wichtig das Vertrauen halt, dass man eine gute Beziehung eingeht. Wenn Vertrauen nicht da ist, hat man natürlich immer wieder Ängste und ist auch nicht offen zueinander. Genau. Was noch wichtig wäre, natürlich, dass nichts falsch gemacht wird, dass man auch nicht Fehler macht, weil man kann ganz schnell die Gemeinnützigkeit verlieren oder in anderen Bereichen hat man Schwierigkeiten. Da hat man natürlich am Anfang als Verein Angst und da ist es wichtig, dass man von erfahrenen Vereinen viel lernen kann. Und auch so zu sagen, wenn man am Anfang ist von Vereinen, dass man einfach nochmal die Ängste einfach abbaut. Was ganz wichtig ist, ich glaube, an erster Linie ist natürlich Vertrauen, da möchte ich nochmal das wirklich unterstreichen, aber auch Interesse und voneinander zu schauen, das, was die Interesse ist, weil so kann man eine gute Bindung finden und eine gute Beziehung. Das sind so zwei Hauptthemen, die sehr wichtig sind in der Arbeit, in der Netzwerkarbeit, die ich jahrelang gemacht habe, dass man Gemeinsamkeiten findet. Das ist natürlich ganz kurz, da könnte man viele Übungen machen. Da müsste man wirklich einen vierstündigen Workshop machen. Wie kann man besser netzwerken? Was kann man da machen? Da kann man einen Workshop anbieten. Genau.
Ja, Wissensweitergabe in Ehrenamt. Viele von uns haben ja jahrelang ehrenamtlich was gemacht, bevor sie in die Arbeit gegangen sind, einen eigenen Verein zu gründen, wie bei uns auch, beziehungsweise bei mir habe ich auch jahrelang viele Erfahrungen gesammelt in anderen Vereinen und Vereinsvorständen. Und das größte Problem ist, wenn Menschen gehen von Vereinen und die Wissensweitergabe nicht machen, beziehungsweise wenig machen oder vieles für sich behalten. Und daher ist diese Wissensweitergabe in Ehrenamt total wichtig, dass man alles, was man weiß, auch Wissenstransfer einfach an die Personen, die neu kommen oder ja neu in den Vorstand sind, weitergibt. Hier ist natürlich die Frage, was für Probleme passieren, wenn man das nicht macht und ja, was gehört zur Wissensweitergabe? Was ist da wichtig? Ich hatte hier einige Themen aufgeschrieben. Also den Wissenstransfer planen und strukturieren. Natürlich muss man es auch selber gut machen. Viele Ehrenamtler haben selber keine Struktur. Das passiert auch manchmal. Nicht alle natürlich. In einigen Gemeinden habe ich das gesehen. Dadurch, dass man es ehrenamtlich macht und nebenbei arbeitet, fehlen sehr oft Planungen, Strukturen. Heutzutage machen die Jugendlichen das viel besser, Gott sei Dank, kann ich sagen. Und aber altgesessene Menschen, die jahrelang das machen, haben halt manchmal Probleme, diese Struktur zu beizubehalten und dann es auch weitergegeben. Also ganz wichtig ist Wissenstransfer, Planung, Strukturen, Unterlagen und Auskünfte einfach weiterzugeben, zu übergeben, wenn man nicht in diesem Ehrenamt mehr ist oder in Vorständen nicht mehr ist, den Gesprächsbedarf zu erfragen und selbst dafür zur Verfügung zu stehen, wenn jemand Bedarf hat oder Fragen hat, Termine und Fristen einzuhalten, mögliche Schwierigkeiten offen zu legen und auch ja, Erfahrungen weiterzugeben. Wo hatte ich meine Schwierigkeiten? Worauf sollte der andere achten, wenn er dann da ist und nicht sagen, ja, okay, dann muss er da mal durch, soll er mal selber die Erfahrungen machen. Manchmal denkt man gar nicht, sich da gar nicht Schlimmes und denkt, na ja, vielleicht habe ich das nicht so toll gemacht, aber sehr häufig helfen auch Fehler, den Ehrenamtmann, die man selber gemacht hat, dass man es das einfach weitergibt und sagt, okay, damals hatte ich diese Schwierigkeit und das habe ich falsch gemacht. Heute könntest du das so und so machen und da offen darüber zu reden und sich nicht zu genieren. Zielorientiert und vertrauensvoller Miteinander ist natürlich sehr wichtig, miteinander da reden und offen zu sein und transparent zu sein. Genau. Ja, dann ist das Thema, wie kann ich Konflikte vermeiden? Im Prozess des Wissensweitergabe können Konflikte entstehen, indem man Teilnehmer Macht ausübt oder in Ohnmacht erfährt. Sie als Hauptamtler oder Lehrende haben hier die Aufgabe, vermittelnd und für einen guten Übergang zu sorgen. Das ist ganz wichtig, weil ich auch die Erfahrung leider gemacht habe. Eine sind gegangen vom Vorstand und haben wirklich nichts weitergegeben oder haben das für sich behalten, aus was für Gründen auch immer. Und dann fängt man wieder von vorne an und gibt sehr viel Kraft in diese Arbeit und vieles könnte man verhindern. Und das ist das A und O, dass man einfach diese Wissen weitergibt und ohne Konflikte auch wieder geht aus dem Vorstand, sage ich mal. Genau. Die häufigen Probleme bei der Übergabe sind natürlich, habe ich schon einige angesprochen, ehemalige verweigern die Übergabe, das Wissen, Ohnmachtgefühl und Überforderung. Das neue Interessierte, die da sind, denen wird Wissen und Erfahrung nicht weitergegeben. Das meinte ich damit, hier ist ein kleiner Fehler. Also einfach die Übergabe, das ist ganz wichtig, dass Leitende die Übergabe machen. Genau, das nächste Thema wäre, das vorletzte Thema ist das, wenn ich mich nicht irre, kultursensible und religionssensible Beratung. Das ist ganz wichtig. Ich mache auch als Paar- und Sexualtherapeuten ganz viele Beratungen, aber auch bei uns im Verein sind wir eine Anlaufstelle und haben
Beratungen für Frauen und Mädchen bei häuslicher Gewalt, wenn sie häusliche Gewalt erfahren haben. Es kommen auch mittlerweile einige Männer auch zu uns. Das finde ich auch ganz toll und bin da stolz darauf, dass sie sich trauen. Und es ist nicht so einfach, dass man dieses Klientel auch erreicht. Und da ist das A und O, einfach kultursensibel zu beraten. Und ich merke einfach, wie wichtig das ist für eine gelingende Beratung und eine professionelle Beratung. Ist es wertvoll, erstmal Beziehung zwischen Berater und Klienten zu erreichen. Auch zentral ist das eine riesengroße Bedeutung. Aber auch viele Leute haben Ängste und ich höre das auch, wenn sie dann bei uns sind, dass sie zu bestimmten Beratern nicht gehen, weil da Vorurteile sind oder sie nicht verstanden werden. Und daher ist das wirklich zentral, von zentraler Bedeutung, dass man kultursensibel arbeitet und aber auch religionssensibel arbeitet und auch Beratungsangebote hat. Es ist einfach zu wenig in Berlin, ich glaube in Deutschland aber auch, dass sehr wenig viele sind schon dabei, dass sie darauf Wert drauf legen, aber es ist nicht genug da. Genau. Ja, ich wollte noch mal gucken oder beziehungsweise mit euch mir angucken, was ist bei der kultursensiblen und religionssensiblen Beratung wichtig. An erster Linie merke ich immer, das A und O ist natürlich Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, damit man Ängste abbaut bei den Leuten, bei den Beratungen, wo Frauen und Männer kommen, beziehungsweise die Klienten, ist ja immer Unterschied. Gott sei Dank haben wir auch Männerberatungen und viele junge Mädchen, die auch zu uns kommen, erzählen halt ihre Geschichte uns, wie sie mit Vorurteilen, weil sie ein Kopftuch haben, dass sie gesagt worden sind, naja, wahrscheinlich wirst du zu Hause halt unterdrückt, weil sie gedacht haben, das ist ein migrantisches junges Mädchen oder hat einen migrantischen Hintergrund. Meistens passieren diese Sachen, was wir dann mitbekommen. Und bei diesem einen Mädchen war das so, dass sie einfach, dass sie Konvertierte war und keine migrantischen Hintergrund hatte und wegen ihrem Kopftuch gleich abgestempelt wurde. Also ganz wichtig ist, dass man total neutral ist und nicht die Menschen verurteilt, richtig aktiv zuhört und guckt, was hinter der eigentlichen Sache ist. Und ja, neutral ist im Prinzip, egal welche Religion, welche Kultur, welche Nationalität die Leute, von wo die kommen, um eine gute Beratung anzubieten, sollte man da wirklich drauf achten. Wobei man auch für mich Religion und Kultur als Ressource nutzen kann. Wir gucken auch, beziehungsweise ich gucke auch, was sind die Stärken, welche Ressourcen hat die Kultur und welche Ressourcen hat man von der Religion, dass man einfach die Menschen damit auch unterstützt. Ich würde jetzt da nicht viel ausholen, weil die Zeit nicht ausreicht. Da könnte man wirklich auch nochmal einen extra Workshop dazu machen und lange darüber reden. Also die Muttersprache ist nochmal das A und O bei der Beratung, weil viele halt Ängste, Gefühle, Sorgen auf ihre eigene Sprache besser machen. Natürlich gibt es auch Übersetzer, aber das ist nicht dasselbe. Das ist ganz einfach, wenn man einfach Emotionen mit auf der Muttersprache zu erklären, ist ein ganz anderes Gefühl für die Frauen. Genau. Ganz wichtig ist, Sozialarbeiter, aber auch Berater wollen immer helfen. Ganz wichtig ist es da, nicht meine Interessen sind wichtig, sondern die Interessen der Beratenden sind wichtig. Was wollen sie? Nicht Lösungen anbieten, sondern sie sollen selber ihre Lösungen mit uns zusammen erarbeiten. Das wäre wichtig, dass man selbstbestimmend und eigenverantwortlich sollten diese Menschen sein. Also dass man sie darauf so hinbringt, dass man bei der Beratung sie so weit hinbringt, dass sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln. Das ist ganz wichtig. Also meistens ist es so, man sagt, ach, du kannst das probieren oder dies. Das sollte auf keinen Fall sein. Meistens wissen die Klienten selber, was ihnen am besten tut. Also was gut wäre für sie.
Genau. Ja, bevor ich zur der körperlichen und seelischen innerhalb der Mitgliederstruktur Merkung eingehe, nochmal zur Beratung. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto für mich, dass man wirklich diese Frauen so stärkt, dass sie selber ihren Weg finden. Genau, wenn wir schon dabei sind, sich zu stärken, um mich die Wichtigkeit, dass man erstmal sich selber stärkt, weil Sie müssen sich das so vorstellen wie im Flieger. Ich muss immer an das Notfall im Flugzeug. Da sagt man auch, erst sollst du die Maske an deinen Mund nehmen und dann soll man das Kind versorgen. So sehe ich das auch bei den Mitgliederstärkungen und da ist es super, super wichtig, dass man erst sich stärkt. Belastungen, Stress, Krisen oder einfach tägliche Anforderungen im Leben einfach loszulassen, es fordert uns sehr viel Kraft. Und daher sollte man sich, wie ich eben am Anfang auch gesagt habe, zuerst stärkt man sich selber, dann den anderen. Und wenn wir selber schwach sind, können wir den anderen sowieso nicht helfen. Und diese alltägliche Arbeit in der Ehrenamt ist sowieso neben der Arbeit, neben, viele haben noch das, manche studieren sogar und arbeiten nebenbei, und machen das Ehrenamt nebenbei. Und dieser ganze Belastung und Stress, diese Anforderungen, dieser Druck, und dann soll man sich nochmal um die Mitglieder kümmern. Das geht einfach nicht. Deshalb muss man gucken, dass man für sich immer wieder Auszeit nimmt, für sich Zeit nimmt, sich stärkt und dann die anderen. Da werde ich nochmal hier nochmal drauf kommen. Ja, daher ist es wichtig, sich zu kennen, bevor man sich stärkt. Viele haben gar keine Zeit, sich Gedanken um sich zu machen und zu sagen, okay, was sind meine Stärken, was brauche ich? Und das alles, was ich hier erzähle, wenn wir sagen, ich stärke mich, kann man das alles auch genauso kopieren auf die Mitglieder im Prinzip. Ja, erstmal sollte man wissen, was sind meine Stärken? Die eigenen Stärken kennenlernen, die eigenen Grenzen respektieren. Das ist auch sehr häufig im Ehrenamt, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht kennen und respektieren. So entsteht auch, dass man das auch mit Mitgliedern, weil dann hat man eine ganz andere, wie sagt man, auf Herangehensweise an den Mitgliedern, an den Ehrenamtlern, weil man ja bei sich das nicht grenzt und respektiert. Respektiert man sehr häufig den anderen auch nicht und verlangt manchmal auch sehr viel von den anderen und vergisst, dass es ehrenamtlich ist. Das ist ganz wichtig, dass man da nochmal schaut, erst bei mir, meine Grenzen, meine Stärken und dann bei den anderen. Auf sich selber achten, auf den Körper achten, auf die Seele achten, einfach mal innehalten und mal schauen, was brauche ich gerade, was mache ich gerade. Das ist total wichtig. Ja, seine Kreativität und Kompetenzen pflegen auf jeden Fall. Ich habe das auch bei unserem Häkelkurs gemerkt, einfach, das war so toll. Es hat mir selber auch sehr viel Spaß gemacht, was ich vorher gar nicht gemerkt habe. Auch wenn ich nicht richtig mitgemacht habe, einfach die Frauen so zu sehen, dass man einfach mal runterkommt in einem ruhigen Atmosphäre, im Grünen, ja, das hat total viel gemacht mit den Frauen. Beziehung knüpfen und aufrechthalten, das ist auch ein Riesenthema, dass viele im Ehrenamt so vertieft sind, neben der Arbeit, neben anderen Sachen, dass viele Beziehungen und ja, Freundschaften auch kaputt gehen. Das sollte man auch gucken, dass man Menschen um sich hat, die einen unterstützen. Ja, für mich war die Frage auch, wie gut kennst du dich und deine Wünsche und deine Bedürfnisse? Da könnte man auch wirklich eine Methode machen und sich das mal selber für sich aufschreiben. Und dann kann man auch sehen, und das mit den Mitgliedern auch machen oder mit den Ehrenamtlern. Genau, ich beeile mich mal wegen der Zeit auch. Also hier nochmal einige Tipps. Das sind natürlich nicht alle. Man könnte da wirklich ganz viel noch dazu ergänzen. Ich habe nur ein paar Sachen reingetan, wie man bisschen die seelische Gesundheit und körperliche Gesundheit einfach schützen kann, vorbeugen kann, was man machen kann. Genau.
gehen sie achtsam mit sich um und das ist ganz wichtig, dass man achtsam ist zu sich selbst. Üben sie Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Das fällt uns auch immer schwierig, dass wir jedes Mal immer überall helfen wollen. Das übe ich auch schon seit Jahren und ich bin auch ein Mensch, der weniger Nein sagen kann. Aber es wird immer besser. Schenken Sie sich selbst Wertschätzung, dass man einfach auch mal auf die Schulter klopft und sagt, ey, super, du hast es toll gemacht, was du heute gemacht hast, war echt toll. Und da gibt es auch ganz tolle Methoden. Ja, setzen Sie sich Ziele, die Sie auch schaffen können. Meistens setzen wir uns zu viel, zu große Ziele, wo wir dann einfach nicht weiterkommen und das belastet uns. Entdecken Sie genussvolle Momente, dass man ja einfach mal kurz, Entschuldigung, kurz Auszeit nimmt und mal Kaffeepause macht und diese Zeit wirklich bewusst genießt und nicht so neben der Arbeit schnell mal einen Kaffee trinkt. Das macht so viel aus, dass man einfach mal 10 Minuten sich hinsetzt und einfach mal ins Grüne guckt vielleicht oder ein schönes Bild oder 10 Minuten mal ein schönes Buch liest, was einem Spaß macht. Achten Sie im Allgemeinen auf Ihren Lebensstil. Da ist ganz wichtig halt Ernährung, Spaß haben, vielleicht mal Videos gucken, so 10 Minuten, das kann man auch machen. 10 Minuten mal ein Video gucken zwischendurch, als man einfach aus der Situation rausgeht und sagt, okay, ich bin jetzt total überfordert, ich komme nicht weiter, ich mache jetzt ganz was anderes. Und dann, dass man einfach Spaß hat, 10 Minuten. Man kann auch Musik anmachen und 10 Minuten tanzen, das geht auch, ja. Ich sage ja, da gibt es ganz viele Methoden, dass man machen kann. Und hier nochmal einige Infos zu meiner Person, wie ihr mich erreichen könnt. Vielleicht kann man auch einen Workshop machen, wo man diese Methoden gemeinsam übt. Da bin ich ganz offen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick zu verschiedenen Themen geben. Genau. Alles Liebe erstmal. Vielen Dank.